Es sei mir gestattet, mich vorzustellen. Mein Name ist Hermann Ludwig Heinrich Fürst von Pückler-Muskau. Mein alter Freund Goethe schrieb über mich, hier wird uns ein vorzüglicher Mann bekannt. In seinen besten Jahren, etwa ein 40er, in einem höheren Stande geboren, wo man sich nicht erst abzumühen braucht, um auf ein gewisses Niveau zu gelangen, wo man früh Gelegenheit findet, der Schmied seines eigenen Glückes zu sein. Und er hatte recht. Mein Glück habe ich stets nach meinem Gutdünken geformt. Ich habe mir mein Reich geschaffen, allein wie mein strebsamer Geist es mir eingab. Es ist mir ein besonderes Vergnügen, Sie hier als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Und ich werde Sie durch eine Parkanlage führen, die Ihresgleichen in ganz Europa sucht. Es ist der letzte große deutsche Landschaftspark, der im 19. Jahrhundert angelegt wurde und heute von internationaler Bedeutung ist. Mein Meisterwerk. Willkommen in meinem Haus. Willkommen in Branitz. Wohlan denn, wir stehen hier auf dem Herzstück des Gutes, dem neuen Gutshof. Von hier aus werden der innere Park und die landwirtschaftlichen Felder bewirtschaftet. Nach englischem Vorbild habe ich eine Ornamental Farm anlegen lassen. Um den gesamten inneren Park zieht sich ein Band mit Ackerland und Feldern, die von meinen Bauern bewirtschaftet werden. Auf dem Gutshof finden sich alle dafür notwendigen Gebäude. Pferdeställe, Schaf- und Kuhställe und auch Wohngebäude für das Gesinde. Natürlich habe ich auch auf meine Sicherheit und die meiner Untergebenen geachtet. Dafür ließ ich auf dem Gutshof ein Spritzenhaus und ein Gefängnis bauen. Ab und an störten freilaufende Hunde die Ruhe meines Parks. In solchen Fällen war meine eigens eingerichtete Parkpolizei auch befugt zu schießen. Halten Sie Ihre geliebten Gefährten also lieber an der Leine. Folgen Sie mir nun durch das Tor in den inneren Park. An der ersten Weggabelung halten wir uns links. In der Ferne können Sie schon die Parkschmiede entdecken. Sie soll unser nächstes Ziel sein. Folgen Sie einfach dem Weg bis zur Rückseite der Parkschmiede. Beim Bau der Parkschmiede habe ich mich von der englischen Neogotik inspirieren lassen. Ihnen ist sicher auch der orientalische Einfluss nicht entgangen. Die verspielten Türmchen lassen das Gebäude wie ein kleines Schloss erscheinen. Die Schmiede selbst stand 80 Jahre lang unter Feuer. Mein Schmied übernahm alle Aufgaben, die auf einem Gut wie diesem anfielen. Vom Beschlagen der Pferde bis zum Schmieden der Radbeschläge für meine Kutschen. Vor nicht allzu langer Zeit stand hier noch ein vergoldetes Tor. Die Parkschmiede diente nämlich auch als Torhaus. Hochgestellte Gäste habe ich hier empfangen. 1854 besuchte gar seine königliche Hoheit, der preußische Prinz und spätere König Wilhelm I., welcher später sogar deutscher Kaiser wurde, Branitz und fuhr durch dieses Tor auf dem Kutschweg am Schloss vor. Heute beherbergt das Gebäude die Forschungsstelle Pückler, eine wissenschaftliche Einrichtung der Stiftung Fürst Pückler Museum Park und Schloss Branitz. Sie steht jedem an meinem Leben und Werk Interessierten selbstverständlich offen. Unser nächstes Ziel, welches wir in etwa 350 Metern erreichen, ist die erste Hügelkette unseres Spaziergangs, der Schwarze Hügel. Von der Rückseite der Parkschmiede führt der Hauptweg uns an den Schmiedewiesen entlang.
An der zweiten Weggabelung verlassen wir den Hauptweg nach rechts. Ein Stein mit dem eisernen Schriftzug weist Ihnen den Weg in Richtung Schloss. An der Wegkreuzung vor der Brücke haben mehrere Bäume eine sehr auffällige Formation gebildet. Linker Hand erhebt sich der schwarze Hügel. Diese Erhebung habe ich mit dem Aushub des Schwarzen Sees aufschütten lassen. Daher auch der Name Schwarzer Hügel. Vielleicht ist er Ihnen auch als Hügel des vergrabenen Bauern bekannt. Natürlich habe ich hier nicht wahrhaftig einen Bauern vergraben lassen. Diese kurze und recht unbedeutende Sache mit dem Halbhüfner Christian Gollnick, genannt Reinschke, stand wohl Pate für diesen Namen. An diesem Punkt sei es mir gewährt, Ihnen einen ernsten Rat zu geben. Was immer Ihnen dieser Bauer Reinschke zu Gehör getragen hat, glauben Sie ihm kein Wort. Behaupte dieser Mensch doch dreist, ich hätte ihn um seinen Hof betrogen. Ich habe ihm wiederholt überaus großzügige Angebote gemacht. Reinschke war sozusagen mein direkter Nachbar und sein Grundstück sollte zur Erweiterung und Verschönerung meines Parks dienen. Dennoch hat der Kerl sich hartnäckig geweigert, mir seinen kümmerlichen Hof abzutreten. Böse Zungen behaupten, ich hätte den schwarzen Hügel nur aufwerfen lassen, um seinen Hof nicht mehr sehen zu müssen. Dass dieser Umstand mir nicht ganz ungelegen kam, kann und werde ich nicht leugnen. Aber als Fürst von Pykler-Muskau wäre ich beschämt, hätte ich so schnell die Flinte ins Korn geworfen. Nun, Ihnen darf ich das sicher anvertrauen. Weil dieser Halbhüfner sich einfach nicht erweichen ließ, sandte ich einen meiner eigenen Leute mit dem Vorwand zu ihm, das Grundstück für den Bau einer Fabrik erwerben zu wollen. Dieser Gedanke schien dem Bauern Reinschke wohl noch weniger zuzusagen. Und dann hat er endlich eingelenkt und mir seinen Hof gegeben. Nichtsdestotrotz, der kleine Hügel passt doch hervorragend in das Ensemble des Parks. Meinen Sie nicht auch? Nun gut, lassen Sie uns weitergehen. Es gibt noch mehr im Park zu entdecken. Rechts am Hügel entlang windet sich ein mit einer Holzbalustrade gesäumter Weg. Dem werden wir folgen. Dahinter überschreiten wir die Brücke und halten uns rechts. Der schwarze See wartet schon auf uns. »1847 erhielt der Schwarze See im Zuge der Umgestaltung des alten Dorfteichs seine endgültige Ausformung mit den pittoresken Uferlinien und der Bepflanzung. Das Licht der Sonne verfängt sich im Blätterwerk der hohen umstehenden Bäume. Dadurch wirkt der See so schwarz wie die Nacht. Treten Sie ruhig etwas näher heran und beobachten Sie die Spiegelung des Schlosses auf der Wasseroberfläche. Sehr reizvoll, nicht wahr? Auf der Insel, mitten im See, thront das sogenannte Schwanenhaus. Ein miniaturisiertes Schweizerhaus. Ich habe auf meinen Reisen einige Bauwerke dieser Art gesehen und mir ein solches Miniaturhaus aus dem hübschen Salzburg in Österreich mitgebracht. Nach deren Vorbild habe ich das Häuschen hier in Branitz nachbilden lassen. Das nächste Ziel unserer kleinen Reise können Sie schon von hier sehen, wenn Sie Ihren Blick nach links wenden. Dort erheben sich die Mondberge gen Himmel. An der nächsten Weggabelung halten wir uns links und machen nach einigen Schritten am Fuße der Mondberge Halt. Na, wie wär's mit einer kleinen Bergbesteigung? Oben unter dem Halbmond treffen wir uns wieder.
komme oft hierher, wenn ich mich an meine Reisen durch den Orient erinnere. Was für ein Abenteuer! Es ist mir, als wäre es erst gestern gewesen. Am Anfang meiner Reise stand ein Duell auf Leben und Tod mit dem Oberst Karl Heinrich Adolf von Courcelles. Er fühlte sich wohl in seiner Ehre gekränkt, ob einer kleinen Textpassage, welche ich für mein schriftstellerisches Werk Tutti Frutti verfasst hatte. Diesem Duell ist es auch geschuldet, dass mein Weg mich nach Afrika führte. Der Oberst hielt mich in Verviers an der belgisch-preußischen Grenze so lange auf, dass ich das Schiff, welches mich eigentlich nach Amerika hätte bringen sollen, verpasst habe. Was sich letztendlich als ein glücklicher Umstand herausstellte, wenn ich bedenke, welch eindrucksvolle Erlebnisse mir unwiederbringlich verloren gewesen wären. Apropos, 12 Duelle im Ganzen wurden mir in meinem Leben angetragen und ich ging stets als Sieger vom Platz. Nun ja, im Januar des Jahres 1835 lief mein Schiff in den Hafen von Algier ein. Gut bewaffnet und orientalisch gekleidet, reiste ich im Land umher und schiffte mich in Boom, dem heutigen Annaba, nach Tunis ein. Im April desselben Jahres gewährte mir der regierende Bey von Tunis, Mustafa al-Hussein, dessen Freundschaft zu erringen mir nicht schwer fiel, eine Audienz. Die folgenden Monate lernte ich mehr und mehr über den Lebensstil der Bewohner dieses faszinierenden Kontinents. Den Jahreswechsel 1837 verbrachte ich auf der unter osmanischer Herrschaft stehenden Insel Kreta, bevor es mich zurück auf den afrikanischen Kontinent nach Ägypten trieb. Nicht weniger als ein ganzes Jahr pflegte ich am Hofe des Vizekönigs von Ägypten, dem osmanischen Pascha Mehmed Ali, zu logieren und wurde von ihm wie ein Staatsgast empfangen. Fortan war ich von jeglicher Verpflichtung befreit, meine Ausgaben selbst zu bestreiten. Ich hatte meine eigene Residenz, Sklaven und Diener, die mir jeden Wunsch von den Lippen abzulesen pflegten. Nun war ich so frei, dieses exotische Land nach Herzenslust zu erkunden. Die Pyramiden sind wohl die großartigsten Bauwerke, welche die Menschheit je hervorgebracht hat. Und auch ich konnte, wie viele meiner Vorgänger, ihrer Anziehungskraft nicht widerstehen. In die Spitze der gewaltigen Cheops-Pyramide ließ ich den Namenszug meiner treuen Schnucke, Fürstin Luzi, eingravieren. Als einer der ersten Europäer erforschte ich den Süden des Landes entlang des mächtigen Nil und reiste bis tief nach Nubien, dem heutigen Sudan. Allein die Strapazen der Reise setzten meiner Entdeckungsfahrt schließlich leider ein Ende. Im Geiste, bewegt von fantastischen Erlebnissen und neu gewonnenem Wissen, trat ich im Januar 1838 von Ägypten aus die Heimreise an. Auf diesen Hügeln habe ich eine strohbedeckte Laube, bekrönt mit einem Halbmond, errichten lassen, wie dem, der heute einsam auf dieser Kuppel wacht. Ganz in der Nähe befanden sich die berühmten Treppenfichten, mehrere Kiefern, an denen eine Aussichtsplattform befestigt war. Stellen Sie sich nur vor, welch einzigartigen Panoramablick Sie von dort oben auf den Park genießen könnten. Sogar Seine Majestät, König Wilhelm I. von Preußen, war ganz entzückt von der Idee, eine Treppe auf einem Baum zu führen. Jetzt wird der Weg etwas schwieriger. Bitte lassen Sie mich vorangehen. Wir verlassen die Mondberge auf dieser Seite. Unser Weg führt uns erst nach links zum breiten Hauptweg. Dort biegen wir nach rechts ab und folgen dem Weg immer nach rechts,
bis wir zu einer leichten Biegung gelangen. Dort führt uns der Weg rechts hin zum Erbbegräbnis. Sie erkennen es schon an dem großen Kreuz in der Mitte des Weges. Als ich im Alter von 60 Lenzen meinen Fuß auf Branitzer Boden setzte, befand sich das Rittergut Branitz schon seit 149 Jahren im Besitz derer von Pückler. Ich gebe ja zu, dass mein Verhalten als Jüngling nicht ganz dem entsprach, was die Gesellschaft von mir erwartet haben mochte. Mein unkluger Verbrauch der elterlichen Geldmittel forderte meinen Vater geradezu heraus, mir meine Zuwendungen zu kürzen. Sie können wohl mit Fug und Recht behaupten, ich sei ein gar zu rebellischer Sohn gewesen. Ja, ich hielt meinen Vater sogar für den Todfeind meines Lebens. Mit meinem Erbe trat ich daher nicht nur die Herrschaft über diese Ländereien an, sondern übernahm auch deren Verschuldung. Die Standesherrschaft Muskau 1845 zu verkaufen, war meinem Herzen mehr Leid als alles andere. Dennoch führte schlussendlich kein Weg mehr dran vorbei. Branitz wird dieses Schicksal gewiss nicht teilen. Das Gut ging nach meinem Ableben an meinen Vetter, Heinrich Graf von Pückler. Es ist gut zu wissen, dass dadurch mein Vermächtnis auch in künftigen Zeiten bewahrt und vollendet wird. Bitte achten Sie auf Ihre Schritte. Wir folgen dem Weg zum Schlangensee. Rechts vom Erbbegräbnis gabelt sich der Hauptweg. Wir halten uns hier links. Nur wenige Meter weiter gabelt sich der Weg nochmals. Diesmal folgen wir dem rechten Pfad und gelangen nach einigen Schritten an die Ufer des Schlangensees. Scheuen Sie sich nicht davor, einmal die Ufer des Schlangensees in nähere Examination zu nehmen. Mit ein wenig Geduld und Aufmerksamkeit, vortrefflichsten fürstlichen Tugenden im Übrigen, werden Sie einen der kleinen Mitbewohner des Parks und Namensgeber des Schlangensees entdecken können. Um den See auszuheben, bedurfte es vieler tatkräftiger Hände. Auch Zuchthäusler verrichteten hier ihre Arbeit. Natürlich wurden sie von mir gut versorgt. Sie hatten es bei mir wahrscheinlich sogar besser als bei manch anderem Arbeitgeber. Jenseits des Schlangensees liegt die größte Erhebung des Parks, der 15 Meter hohe Hermannsberg. Bedauerlicherweise blieb es mir versagt, dieses letzte meiner Werke zur Vollendung zu führen. Wegen seiner dichten Bepflanzung tritt der Hermannsberg erst in der kalten Jahreszeit besonders hervor. Durch seine Höhe bildet er einen schönen Aussichtspunkt auf die Pyramidenebene. Wir gehen nur wenige Schritte weiter und entdecken die Landpyramide auf unserem Weg. Dort machen wir Halt. Sagen Sie selbst, ist sie nicht ein erstaunliches Beispiel meiner fürstlichen Schaffenskraft? Pyramiden strahlen eine anziehende Faszination aus. Auf meiner Orientreise habe ich mich für mein Werk hier inspirieren lassen. Nach dem Vorbild der nubischen Grabhügel in Meroe habe ich 1862 die Landpyramide als 12-stufige Erdpyramide aufschütten lassen. In der gusseisernen Bekrönung ist ein Schriftzug eingearbeitet. Gräber sind die Bergspitzen einer fernen, neuen Welt. Umrunden Sie ruhig einmal die Pyramide und lassen Sie Ihren Blick schweifen. Von hier oben eröffnet sich den Augen ein atemberaubender Blick auf die Schönheiten meines Parks. In westlicher Richtung liegt der Tumulus, mein Grabhügel, inmitten des Pyramidensees. Antik gelebt, antik begraben.
pflege ich immer zu sagen. Ein Monument der Zeit, das noch die nächsten 1000 Jahre unversehrt stehen bleibt. Das ist mein Tumulus. Er wurde 1856 in erfreulich kurzer Zeit von meinen Arbeitern aufgehäuft und mit Erdplatten befestigt. Die alten Ägypter pflegten im Übrigen den Glauben, die Pyramiden seien Tore zum nächsten Leben. Der Gedanke, dass meine sterblichen Überreste im Grabe langsam verrotten, erschauderte mich zutiefst. Wenn ich den letzten Gang antrete, soll mein Herz entnommen und in einer kupfernen Urne mit Schwefelsäure gefüllt eingeschlossen werden. Den Körper lege man in einen Zinksarg, gefüllt mit Äznatron, Kali und Kalk. So möge wenigstens der Verwesungsprozess beschleunigt werden. Der 9. Februar 1871 war ein sehr kalter Tag. Der Pyramidensee war vereist. Mittels eines Stegs und nicht wie vorgesehen mit einem Boot wurden schließlich meine sterblichen Überreste ganz nach meinem Willen in die hölzerne Grabkammer des Tumulus übergeleitet. Mein Leben stand stets unter dem Leitmotiv: Kunst ist das Höchste und Edelste im Leben, denn es ist Schaffen zum Nutzen der Menschheit. Nach Kräften habe ich dies mein langes Leben hindurch im Reiche der Natur geübt, und das wird sich selbst angesichts meines Todes nicht mehr ändern. Doch noch ist es nicht so weit. Also fort mit den dunklen Gedanken. Unser nächstes Ziel erwartet uns. Wir gehen hinunter auf den Weg, den Sie vor sich sehen. Rechts am Pyramidensee vorbei und überqueren links die Brücke. Wir streben dem Rennbahnhügel zu. Sie erkennen ihn an dem Schirmpilz, welcher auf der Kuppe des Hügels thront. Vor einiger Zeit stand hier nur eine einsame Steinbank. Heute schützt ein Regenpilz mit Strohdach, auch Parasol genannt, vor der strahlenden Sonne. Der Entwurf des Regenpilzes stammt aus der Zeit der Jahrhundertwende, vom 19. zum 20. Jahrhundert, von meinem Vetter, Heinrich Graf von Pückler. Begeistern Sie sich auch so sehr für den Reitsport, so wie ich es tue? Um die Pyramidenebene führte eine Pferderennbahn, welche schließlich hier beim Rennbahnhügel ihren Endpunkt fand. Zu meinem Leidwesen fanden hier keine Rennen statt. In meinem Stall standen allerdings nicht nur die edelsten Rösser, sondern auch andere außergewöhnliche Kutschentiere. So befiel mich in meinen jungen Jahren die Idee, in Berlin auf der Straße unter den Linden eine Spazierfahrt zu unternehmen. In einer vierspännigen, offenen Kutsche, gezogen von vier gezähmten Hirschen. Stellen Sie sich nur die Aufregung der Gesellschaft bei diesem Anblick vor. Aber ein Fürst sollte vor allem in aller Munde sein, nicht wahr? Nun, wenn Sie bereit sind, verlassen wir den Rennbahnhügel. Dem Hauptweg folgen wir nach rechts. Nach wenigen Schritten in östlicher Richtung erreichen wir den Schilfsee. Von dort können Sie einen herrlichen Ausblick auf das einige hundert Meter entfernte Schloss genießen. Bei ruhigem Wetter spiegelt sich dieser Teil des Parks auf der Oberfläche des Sees. Oft waren 60 bis 70 Arbeiter gleichzeitig in meinem Park
wie unter anderem an diesem See eingesetzt. Der spätere Cottbusser Garten- und Landschaftsarchitekt Professor Ehrenhalber Helmut Rippel wird 1971 in einem seiner Werke den Umfang der Erdbewegungen auf kolossale 100.000 Kubikmeter veranschlagen. Unser Gang führt uns nun über die nahegelegene Brücke hinweg. Dahinter schlängelt sich links ein Weg am Schilfsee entlang. Folgen wir diesem schmalen Pfad, kommt rechter Hand nach einigen Metern das aufgerichtete Kreuz auf dem heiligen Berg in Sicht. Es steht als Symbol für meine recht zwiespältige Sicht auf die Religion. Der christliche Glaube sowie die abendländischen Vorstellungen von Leben nach dem Tode haben mich stark in meinem Denken beeinflusst. Aber lassen Sie uns weitergehen. Gleich treffen wir auf einen Fahrweg. Auf diesem gehen wir ein paar Schritte nach links und biegen auf den schmalen Weg ab, welcher uns nochmal nach links und dann in gerader Linie über zwei Kreuzungen und eine kleine Holzbrücke hinweg auf unser nächstes Ziel führt, die Gärtnerei. Die Gärtnerei umfasste 5 Gebäude. Das Oberhaus, das Kuppelhaus, das Ananashaus, das Blaue Haus und die Baumschule. Das Ananashaus diente vorwiegend zur Zucht von Ananas. Zuweilen war die Ernte eines Jahres gut genug, um sie im Oberhaus verkaufen zu können. Sie bereicherte meine kurfürstliche Tafel ungemein. Und auch bei der Damenwelt waren diese exotischen Früchte sehr beliebt. Als Liebesgabe gut verpackt und vom Postillon d'Amour übergeben, so zerschmolz manch Herz vor Sehnsucht. Keine Dame, die meine Zuneigung erfuhr, sollte behaupten dürfen, ich hätte sie nicht mit fürstlichen Genüssen verwöhnt. Eine Ananas aus Branitz begleitete oft meine umfangreiche Damenkorrespondenz. Zu den glücklichen Damen gehörten unter anderem auch Prinzessin Augusta von Preußen, die spätere deutsche Kaiserin. In meiner Gärtnerei habe ich natürlich auch Bäume gezogen, die ich zur Verschönerung meines Parks einsetzte. Branitz glich vor meinem Eintreffen einer Einöde, ein ebenes Land ohne Akzente. Sie können sich sicher vorstellen, vor welch einer überwältigenden Herausforderung ich stand. Und ich habe sie gemeistert. Ludmilla Assing, meine geschätzte Freundin und Biografin, schrieb später, aus einer Sandwüste ist unter seinen Händen ein Paradies geworden. Die Anstrengungen, um mein Meisterwerk in Branitz ins Leben zu rufen, waren in der Tat enorm. Seen wurden ausgehoben, Hügel aufgeschüttet und ganze Baumgruppen in Bewegung gesetzt. Man sagt, das wichtigste Werkzeug eines Landschaftsarchitekten ist seine Axt. Und ich habe wohlbedacht von ihr Gebrauch gemacht. Die Engländer entwickelten im 19. Jahrhundert eine Methode, selbst größte Bäume zu verpflanzen. Als wissensdurstiger Landschaftskünstler habe ich sie für meinen Park in Anwendung gebracht und perfektioniert. Der Baumverpflanzwagen, den ich benutzte, besaß einen Raddurchmesser von stattlichen 160 Zentimetern. Eine Nachbildung dieses imposanten Geräts können Sie übrigens in der Gärtnerei bewundern. In den ersten 4 Jahren meines Wirkens im Park Branitz setzte ich über 400 Bäume aus größeren und kleineren Orten der Umgebung nach Branitz um. Musik
Wir folgen jetzt dem Hauptweg nach rechts, über drei Brücken. Dabei passieren wir den Hardenbergplatz mit der Büste meines Schwiegervaters, Karl August Fürst von Hardenberg, seines Zeichens Staatskanzler von Preußen. Nach der letzten Brücke führt rechter Hand ein schmaler, versteckter Pfad hinauf auf den Rosenhügel. Welch eine beeindruckende Aussicht! Von hier aus überblicken Sie den prächtig angelegten Pleasure Ground. Lassen Sie uns hier ein wenig verweilen und mit Muße den Augenblick genießen. Riechen Sie auch den betörenden Duft der Rosen. Dieser Ort ist traumhaft geeignet für ein romantisches Tête-à-Tête. Seit 1847 besteht der Rosenhügel mit seinen Terrassenpflanzungen. Doch einen Branitzer Gärtner zu finden, der sich auf Rosen verstand, kam einer herkulischen Aufgabe gleich. Aber nichts widersetzt sich meinem ehrgeizigen Streben. Wo Sie heute Tisch und Stühle vorfinden, erhob sich 1869 eine Säule auf dem Hügel, von der allerdings nur noch das Fundament erhalten geblieben ist. Die Vase, die Sie vor sich auf der Wiese sehen, ist eine Replik einer antiken Vase, die bei Ausgrabungen im 18. Jahrhundert in Tivoli, Italien, gefunden wurde. Der britische Gesandte in Neapel, Sir William Hamilton, ließ die Bruchstücke zu einem vollständigen Gefäß ergänzen. Später gelangte dieses Stück dann nach England in den Besitz seines Neffen, des Grafen von Warwick. Auf besagten Grafen geht auch ihr Name zurück. Ich hatte die Ehre, das Original mit meinen eigenen Augen zu bestaunen. Zu meinem Bedauern war es unverkäuflich. Daher habe ich mir eine Nachbildung auf höchstem Niveau herstellen lassen. Allerdings etwas kleiner. Apropos, ich wäre gern in den diplomatischen Dienst getreten. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass ich in diesem Amt Preußen alle Ehre gemacht hätte. Oft genug brachte ich meinem Schwiegervater in Erinnerung, dass er mich doch für eine Diplomatenstelle empfehlen mag. Vielleicht lag es an meinem exzentrischen Wesen oder aber an fehlender Sympathie seitens des Staatskanzlers. Diplomatische Ehren blieben mir zeitlebens versagt. Eine Fehlentscheidung seinerseits. Begleitet vom Duft der Rosen führe ich Sie nun in das Allerheiligste meines Parks. Aber zuerst geleite ich Sie zu meinem prächtigen Marstall. Es ist leicht, an den Pferdekopfskulpturen aus dem Westgiebel zu erkennen. Das Paradies dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Sagte schon der Dichter Friedrich von Bodenstedt, jeder Mann, der schon einmal ausgeritten ist, wird dem zustimmen müssen. Für mein persönliches Paradies habe ich den Marstall prächtig ausbauen lassen. Ich bedauere sehr, dass ich ihm nicht mein Lieblingspferd vorführen kann, meine vortreffliche arabische Stute Adjamé. Brav, schön und klug. Ein solches Ross findet sich auf dem Erdball kein zweites Mal. Im Fürstenstande ist eine gute Auswahl an stattlichen Tieren unerlässlich. Verlangt doch das Ansehen, welches mit diesem Stande einhergeht, eine entsprechende Präsentation seiner selbst. In meinem Stall fanden sich 12 der auserlesensten Reit- und Gespannpferde weit und breit. Selbstverständlich standen sie nur meinen intimsten Freunden und hochgestellten Gästen jederzeit zur Verfügung. Ich selbst reite sehr gern und oft. Es hält Leib und Seele zusammen und verschafft dem Reiter ein herrliches Gefühl von Freiheit und Abenteuer.
Selbst das fortschreitende Alter hat mich nicht davon abgehalten, die gefährlichsten Routen einzuschlagen. Wenn Sie einmal nach Dresden kommen, dann statten Sie den Brühlschen Terrassen einen Besuch ab. Von dort hoch zu Ross in die Elbe zu springen, ist ein großartiges Erlebnis. Mir hat es zumindest nicht geschadet. Ich habe mich nie gescheut, meine Grenzen zu erweitern, Neues zu wagen und Aufsehen zu erregen. Als alle Welt begann, den Himmel zuzustreben, tat ich es ihr gleich und bestieg ohne zu zögern in Berlin den Heißluftballon. Nun ja, der Marstall beherbergt im Übrigen häufig Sonderausstellungen. Als passionierter Kunstliebhaber kann ich Ihnen nur empfehlen, sie sich anzusehen. Apropos, im Ostgiebel befindet sich eine Statue, die eine der 9 Musen, Thalia, die Muse des Schau- und Lustspiels darstellt. In der Hand trägt sie eine Theatermaske. Ich selbst bin glanzvollen Inszenierungen nicht abgeneigt. In meinen Branitzer Spätjahren pflegte ich meine Gäste in orientalischem Gewand zu empfangen. Kommen Sie, kommen Sie! Sie haben noch nicht alles gesehen. Finden Sie nicht auch, dass die Pergola einen wahrhaftig zauberhaften Anblick bietet? Sie müssen sie unbedingt aus der Nähe betrachten. Die Pergola zwischen Marstall und Kavaliershaus begrenzt einen intimen Gartenbereich, der nur mir und meinen engsten Freunden vorbehalten ist. Als solche dürfen Sie hier natürlich gleichermaßen ganz nach Ihrem Herzen Lust wandeln. In den Mauern sind 16 Terrakotta-Reliefs eingelassen, die ich in Berlin nach Motiven des dänischen Bildhauers Bertel Thorvaldsen habe anfertigen lassen. Dieser berühmte Künstler hatte ein Atelier in Rom. Auf meinen Jugendwanderungen habe ich ihn 1809 dort besucht. Die Skulptur vor der Pergola ist ein Zinkguss der Venus Italica, der Schutzpatronin der Liebe und Gärten. Antonio Canova verewigte das Original in Marmor. Ansprechender wie hier in Branitz hätte sie der Meister selbst nicht in Szene setzen können. Natürlich gibt es noch mehr zu entdecken. Die Reliefs bilden Fabelwesen und mystische Kreaturen ab und spielen mit der Fantasie der Betrachter. Da ist Hylas, der von den 3 Nymphen versucht wird, die alles überwindende Macht der Liebe, dargestellt durch Amors Herrschaft über die Welt. Romantisch verklärte Bilder, voller Lebensfreude. Genießen Sie ruhig noch einige Augenblicke unter dem Bogengang. Wenn Sie dazu bereit sind, dann zeige ich Ihnen den ganzen Stolz meines Besitzes, mein Schloss. Über der Hauptpforte des Schlosses prangt das gräfliche Wappen derer von Pückler. Im Familienbesitz befindet sich das Gut zwar schon seit 1696, aber erst ein Menschenleben später, in den Jahren 1770 und 71, errichtete mein Großvater auf einem Vorgängerbau dieses Schloss im schlichten Barockstil. Stellen Sie sich meine Enttäuschung vor, als ich sah, in welch beklagenswertem Zustand sich das Gut Branitz bei meiner Rückkehr befand. Die Gebäude waren baufällig und äußerst heruntergewirtschaftet. Die Parkanlagen hatten mehr Ähnlichkeit mit einem Exerzierfeld, denn mit einem fürstlichen Park. Doch meinem unwiderstehlichen Tatendrang konnte dieser Umstand nichts anhaben. Auch ein Exerzierfeld lässt sich mit Kraft und Mitteln in ein Kleinod verwandeln. Mit Hilfe einiger namhafter Architekten konnte die Wiederherstellung des Schlosses innen wie außen in wenigen Jahren fertiggestellt werden. Äußerlich erfuhr das Schloss nur wenige Veränderungen. Die Fassade erhielt einen roséfarbenen Anstrich
ebenso wie die Wirtschaftsgebäude. Die ursprünglich roten Dachziegel ließ sich schwarz färben. Auch die Innendekoration entstand unter meiner persönlichen Anleitung. Selbstverständlich ließ ich nur exquisite Stoffe und Mobiliar für mein neues Heim verwenden. Die Wandverzierungen sind prachtvoll gestaltet. Sie müssen unbedingt einen Gang durch die Schlossräume unternehmen. Allein die wunderschöne Bibliothek ist jede Sekunde ihrer Zeit wert. Im reich verzierten Musikzimmer spielte man Clara Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy. Die Schlossräume beherbergen Ausstellungen zu herausragenden Künstlern, Dichtern oder Persönlichkeiten ihrer Zeit wie Kleist, Goethe oder Blechen. Und im Vestibül können Sie die Ahnengalerie meiner Vorfahren, derer von Pückler und von Kallenberg, bewundern. Lassen Sie uns das Schloss von allen Seiten betrachten. Von der Terrasse können Sie den wundervollen Blick über den Schlosssee in das Innere des Parks genießen. Die Freitreppe zum Hauptportal und die Terrasse mit Blick auf den Park habe ich nach Vorschlägen meiner Schnucke, der Fürstin Luzi, neu anlegen lassen, als wir nach Branitz umzogen. Sie bilden doch eine reizvolle Ergänzung, finden Sie nicht auch? Auf der kleinen Insel im Schlosssee fesselt die Venus von Capua den Blick, während links am anderen Ufer des Sees die Rosenlaube die Szenerie einrahmt. Darin aufgestellt ist die vergoldete Büste der von mir sehr verehrten Opernsängerin Henriette Sonntag. Zweimal habe ich sie im Theater erleben dürfen. Zuerst in Berlin und ein zweites Mal in London. Sie war wirklich eine außergewöhnliche Frau. Vom ersten Moment, da ich sie sah, fühlte ich mich unwiderstehlich in ihren Bann gezogen. Die Dame heiratete 1827 den sardischen Diplomaten Graf Carlo Rossi. Ein Jammer. Die Büste habe ich bei meinem Umzug nach Branitz aus Muskau mitgenommen und zur Erinnerung in der Rosenlaube aufstellen lassen. Wie es einem Gentleman meines Formates ansteht, aber erst nach dem Tode meiner Schnucke. Nun möchte ich Ihnen aber noch das Kavaliershaus zeigen. Dazu verlassen wir bitte die Terrasse und kehren zur Pergola zurück. Auf der rechten Seite finden wir unser Ziel. Das Kavaliershaus bot Wohnraum für meine engsten Beamten und Bediensteten. So zum Beispiel für meinen Privatsekretär Billy Messer, ein ausgezeichneter Hofmarschall von bemerkenswerter Scharfsicht. Aber auch für meine Gäste hielt ich hier stets Gemächer bereit. Als mein Gast haben Sie sich natürlich an die Branitzer Hausordnung zu halten. Und die liest sich so. Erstens, vollständige Freiheit für Wirt und Gäste. Zweitens, jedermann steht auf, wann es ihm beliebt, und frühstückt, was er will und befiehlt, bequem auf seiner Stube. Ich selbst begebe mich im Übrigen nie vormittags aus dem Bett. Drittens, um 1 Uhr lunchen im Frühstückszimmer, dem jeder Gast beiwohnt oder nicht, ganz nach seinem Belieben. Viertens, wer ausfahren oder reiten will, bestellt es beim Hofmarschall Billy. 8 Pferde stehen dazu bereit. Fünftens, der einzige Zwang besteht darin, zum Dinner um 9 Uhr zu kommen, wenn der Tamtam zum zweiten Mal donnert. Nur Krankheit
die der liebe Gott selbstverständlich verhüte, dispensiert von dieser Pflicht. Nach dem Kaffee ist dann jedes Menschenkind wieder frei. An Gästen hat es in Branitz, wie Sie sich vorstellen können, wirklich nie gefehlt. Doch nun, mein werter Freund, meine werte Freundin, muss ich mich von Ihnen verabschieden. Wir sind zum Ende unseres Ausflugs gekommen. Es war mir wahrhaftig eine Ehre, Ihnen die Schönheiten meines Reiches zu zeigen. Doch auch wenn ich Sie nun verlassen muss, sind Sie frei, so lange hier zu verweilen, wie Ihr Herz Sie drängt. Im Restaurant des Kavaliershauses können Sie ganz nach Wunsch eine Erfrischung genießen